Antwort Wendelin Mölzer. Frau Minister, Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Was wir heute in dieser Bildungsdebatte wieder mal sehen, ist, dass Sie wie ein Ei dem anderen Ei gleicht, das in dieser bildungspolitischen Diskussion gelegt wird und immer mit den gleichen, sagen wir mal, Schlagwörtern geschmückt wird, mit Jahrhundertreform, Wohlfühloasen und dergleichen fort, dass da Brammer basiert wird über eine schöne, heile Welt, die es da draußen geben soll in unseren Schulen. Die Realität, das wissen wir aber alle, schaut natürlich etwas anders aus und wird sich, das ist zu befürchten, mit dieser Bildungsreform, die da kommen wird, auch nicht ändern. Wir alle wissen, dass zwar die Ankündigungen, dass es mehr Geld gibt, schön und nett sind, aber in der harten Schulalltag Kleinschulen geschlossen werden etwa, dass Stunden gekürzt werden, dass es gerade wieder in den Medien gewesen, dass es weniger Skikurse etwa geben soll, dass es weniger Leistungs- und Neigungsgruppen gibt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und da braucht man, glaube ich, nicht davon reden, dass man da dann neue Schulprojekte umsetzt, wenn man das Bestehende nicht in den Griff bekommt. Wir sind schon der Meinung, dass es einen Handlungsbedarf gibt, das ist überhaupt keine Frage, aber der ist nicht notwendig hinter dieser Prämisse, dass man sagt, wir schaffen dir eine sozialistische Bildungsort der gemeinsamen Schule, sondern der ist unseres Erachtens nach mit dem bestehenden System, das wir haben, dem differenzierten Schulsystem notwendig. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass wir einen erhöhten Handlungsbedarf in der Volksschule, die ja schon eine bestehende Gesamtschule oder gemeinsame Schule ist, haben. Der Kollege Luger hat es heute, glaube ich, schön auf den Punkt gebracht, was wollen wir von der Schule? Wir wollen, dass die Kinder lesen und schreiben, vielleicht auch noch rechnen können. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir da was ändern. In dem Zusammenhang Bildungsreformkommission, das wurde heute auch schon mehrfach gesagt, dass nicht alle Stakeholder oder alle Interessensvertreter eingebunden wurden. Ich kann Ihnen, glaube ich, insofern weiterhelfen, warum das beispielsweise bei den Schülervertretern nicht der Fall war. Da wissen wir nämlich, dass diese mehrheitlich fordern, dass sie dass die Beibehaltung des differenzierten Schulsystems, und das entsteht ja wohl ganz entgegen dessen, was die Ministerin will. Aber eingebunden in die Reformkommission sind sie nicht. Ja, wir alle wissen oder befürchten, dass hier bei dieser Reform nichts Gutes herauskommen wird, dass es durch diese sozialistische Reform weiteren Zwang in den Schulen geben wird. Wir haben das heute schon ausführlich besprochen, dass Stichwort auch Zentralmatura, das Niveau weiter nach unten gedrückt werden wird, dass unsere Kinder nicht mehr in Talenten entsprechend gefördert werden können. Und ich befürchte an dieser Stelle auch, dass es nicht zu mehr Chancengleichheit führen wird, sondern eher zu weniger, weil natürlich jene, die es sich leisten können, damit in Privatschulen fliehen werden und damit im Grunde genommen erst recht eine Zweiklassengesellschaft gefördert wird. An dieser Stelle sei auch erwähnt, wenn ich die ÖVP heute höre, dass ja durchaus da positive Grundsätze zum Besten gegeben werden, möchte aber auch fragen, wo denn diese Grundsätze sich dann in der Regierungsarbeit wiederfinden. Ich sehe das leider derzeit nicht, da werken nur die Sozialisten herum. In diesem Sinne möchte ich zum Schluss festhalten, dass die Bildungspolitik, die diese Regierung betreibt, ein weiterer Bereich ist, der als gescheitert zu betrachten ist und ein weiterer Grund dafür ist, dass wir endlich Neuwahlen brauchen, um diesem Trauerspiel ein Ende zu setzen. Danke. Die gemeinsame Schule sei eine sozialistische Bildungsutopie, kritisiert Wendelin Mölzer von der FPÖ. Bei der Reform besteht die Gefahr, dass nichts Gutes herauskommt. Martina Diesner